Mühlen im Fuldaer Land, das ist das Motto dieses Films. Gern richten wir einen interessierten Blick auf ein Mühlrad, wenn wir bei einer Wanderung eine Mühle entdecken. Mühlen wurden in der Vergangenheit immer wieder besungen und in Gedichten und Sagen beschrieben. Mühlenromantik ist auch heute in unserer aufgeklärten Zeit noch vorhanden. Dem Erhalt historischer Mühlen widmen sich auch verschiedene Museen, so zum Beispiel das Fränkische Freilandmuseum Fladungen in der Rhön. Im Kapitel 14 Informationen HLM berichtet ein Vorstandsmitglied des Hessischen Landesvereins zur Erhaltung und Nutzung von Mühlen über die Themen, die neben den romantisch-nostalgischen Gedanken von Bedeutung sind. Lange Zeit hatte der Mensch bei der Bewältigung seiner Arbeiten nur wenig technische Unterstützung. Als erste Mühlen galten die Reibsteine, die 4000 vor Christus in Mitteleuropa bekannt waren, im vorderen Orient schon viel früher. Dort kannte man Wassermühlen, die mittels Schöpfrädern der Bewässerung dienten, bereits seit dem 15. Jahrhundert vor Christus. Wir sehen hier eine aktuelle Nachbildung. Die Kelten und Römer benutzten Drehmühlen. Wir sehen hier die Nachbildung einer römischen Drehmühle. Römische Legionäre nahmen kleine Drehmühlen mit in ihr Marschgepäck. Wassermühlen, wie wir sie heute kennen, wurden von den Römern und Griechen bereits 100 bis 200 vor Christus genutzt. Die Römer brachten sie auch nach Mitteleuropa. Im Mittelalter trat die Wassermühle bei uns ihren Siegeszug an. In der Rhön gab es Mühlenstandorte ab dem 14. Jahrhundert. Neben dem Wasser dienten auch Wind und Tiere als Antriebskräfte. Dies sind die Wasser- und Göpelmühlen. Wassermühlen wurden sehr zahlreich gebaut. Am häufigsten dienten sie der Mehlerzeugung. Sie hatten für die Gesellschaft eine große Bedeutung, denn Mehl war Ausgangsstoff für die Grundnahrungsmittel. Das machte ein streng geregeltes Mühlenrecht notwendig. Die Vergabe von Mahl- und Wasserrechten war für die Obrigkeit auch eine Möglichkeit, um Steuern einzunehmen. Wir sehen hier historische Getreidemaße. Eine mühsame Arbeit war immer schon das Trennen der Spreu vom Getreide. Die sogenannte Fegemühle brachte eine enorme Hilfestellung. Von den in der Frühzeit genutzten Reibsteinen aus ging die Entwicklung für die Mehlherstellung weiter. Unter anderem über die Holzbütte mit Mahlsteinen. Wir sehen hier einen Bodenstein und einen beweglichen oberen Läuferstein. Über Walzenstühle, die in jeder kleinen Mahlmühle stehen. Bis zu den modernen Ausführungen, die heute in Großbetrieben zum Einsatz kommen. Außer Mahlmühlen wurden mittels Wasserkraft unter anderem auch Hammermühlen, Sägemühlen oder Ölmühlen angetrieben. Der Kollergang, früher hauptsächlich für die Ölherstellung eingesetzt, ist heute in den Museen ein imposantes Demonstrationsobjekt. Er diente auch dem Zerkleinern und Mischen von Steinen und Erzen sowie der Bearbeitung von sonstigen Lebensmitteln. Man unterscheidet grob zwischen unter-, mittel- und oberschlächtigen Wasserrädern. Das Wasser trifft hier zum Antrieb an unterschiedlichen Stellen auf. Wir sehen ein oberschlächtiges Wasserrad. Verschiedene Erfindungen und Weiterentwicklungen, wie zum Beispiel Dampfmühlen, Verbrennungsmotoren und Generatoren, führten dazu, dass sich die Abhängigkeit von Wasserkraft zum direkten Antrieb für den Mahlbetrieb deutlich verringerte. Heute gibt es nur noch wenige Betriebe, die mit moderner, kombinierter Technik Mahlmühlen betreiben. Der Großteil der Mühlen wurde stillgelegt. Einige sind heute Betriebe im Gastronomie- und Tourismusbereich.
Die Mühlräder sind meistens noch vorhanden, dienen der Stromerzeugung für den Eigenbedarf bzw. der Abgabe in das Netz und erfüllen Wünsche nach Mühlenromantik, wie eingangs erwähnt. Stellvertretend für Anlagen, die in großem Umfang Strom erzeugen, sehen wir hier eine etwas kleinere, den Haune-Stausee bei Marbach im Fuldaer Land. Neben dem Hauptziel, die Gefahr von Überschwemmungen im Haunetal zu mindern, bereichert dieser Bau in besonderem Maß das Landschaftsbild und bietet viele Möglichkeiten für Freizeit und Erholung. Und nebenbei wird auch noch Strom erzeugt. Die erste Mühle, die wir besuchen, ist die Stegmühle in Hainzell, einem Ortsteil von Hosenfeld. Der Name stammt von einem Steg, über den man bis 1852 den Fluss überqueren konnte. Die Mühle steht unter Denkmalschutz. 1502 wurde die Öl-, Mahl- und Walkmühle erstmals urkundlich erwähnt. Der Mühlenbesitzer begrüßt uns. Im Hintergrund hören wir das Geräusch der Maschinen. Ja, wir sind hier in der historischen Getreidemühle aus dem Jahre 1502. Die Baugenehmigung wurde am 14. April 1502 erteilt. Wir haben damals eine Mahl- und Walkmühle gebaut. Mit zwei Wasserrädern. Im Laufe der Jahrhunderte ist die Öl- und Walkmühle ausgebaut worden. Es läuft also heute nur noch die Walmühle. Es ist eine kleine historische Mühle. Es gibt also kaum noch eine Mühle in dieser Größenordnung, die auch noch voll funktionsfähig ist und auch jeden Tag läuft wie die Stegmühle. Wir verarbeiten Roggen, Weizen und Dinkel aus biologischem und konventionellem Anbau. Unsere Kunden sind da Selbstvermarkter, Hausfrauen, die noch selber backen oder die Bäckerin der Umgebung bekommen noch etwas von uns, soweit wir das also noch leisten können. Die Mühle wird also zu 90% im Jahresdurchschnitt von einem Wasserrad angetrieben. Nur in den Sommermonaten, wenn es also lange nicht geregnet hat, dann müssen wir mit Elektrizität etwas nachhelfen, damit die Mühle auf Drehzahl bleibt. Die Kraft von 7 Umdrehungen pro Minute wird dann in einem Kammradgetriebe übersetzt. Bei dem Kammradgetriebe sind die großen Räder, die bis zu 2,50 Meter Durchmesser haben, mit Holzzähne bestückt. In diesem Kammradgetriebe wird die Kraft dann von 7 Umdrehungen pro Minute bis auf 120 Umdrehungen pro Minute übersetzt. Und dann geht es weiter über Riemen und Transmissionen bis oben um das Dach, wo die letzten Maschinen dann angetrieben werden. Gemächliche 7-mal in der Minute dreht sich das Mühlrad im Hof. Es ist ein unterflächtiges Wasserrad mit einem Durchmesser von 5,40 Meter. Wie zu Großvaters Zeiten werden die Maschinen ohne Generator nur durch die Wasserkraft angetrieben. Diese Mühle gehört zu den wenigen Betrieben, die sich noch aktiv dem Mahlbetrieb widmen. Die Mühle verarbeitet Roggen, Weizen und Dinkel aus der Region. In der Stegmühle in Hainzell wird seit über 500 Jahren ökologisch produziert. Die Mühle wird mit Wasserkraft angetrieben und die Wege zu den Lieferanten und Kunden sind kurz. Bis zur Mehlherstellung sind bereits viele Arbeitsvorgänge vorausgegangen. Angefangen von der Aussaat über die Pflege des Getreides bis hin zur Ernte und dem Abtransport in Getreidesilos bzw. zu den Mahlbetrieben.
Welche Arbeitsschritte sind für die Mehlproduktion in der Mühle notwendig? Nach dem Wiegen wird das Getreide über einen Elevator in die obere Etage befördert. Der sogenannte Aspirateur reinigt das Getreide von gröberem Schmutz, Staub, Streu und Sand und entfernt über Magnete metallische Fremdkörper. In der Schälmaschine werden Schalenteile, Pilze und Staub, der an der Schale haftet, vom Getreide getrennt. Nach dem Benetzen mit Wasser kommen die Körner auf den Walzenstuhl. Das Getreide wird aufgebrochen und läuft dann über den Elevator zum Plansichter, wo das Mehl ausgesiebt wird. Dieser Kreislauf wird ca. 20 Mal wiederholt, bis das ganze Mehl aus der Schale herausgemahlen ist. Der Walzenstuhl ist die wichtigste Vermahlungsmaschine in der Mühle. Je mehr Durchläufe stattfinden, umso dunkler wird das Mehl und durch mehr Schalenanteile aus dem Korn auch nährstoffreicher. Dies drückt sich in der Typbezeichnung aus. Je höher die Zahl, umso dunkler ist das Mehl. Nach dem Mischen wird das Mehl in Säcke oder in verkaufsfertige Verpackungen abgefüllt. Im Shop der Stegmühle wird neben einigen anderen Produkten Mehl zum Kauf angeboten. Nach der Produktionskette vom Korn zum Mehl folgt das Backen. Auch wenn heute Backwaren weitgehend in Großbetrieben hergestellt werden, restaurieren und erhalten Vereine alte Backhäuser und backen auf herkömmliche Weise Kuchen und Brot. Wir sehen hier ein paar Aufnahmen vom Backen in früheren Zeiten. Angefangen von der Teigherstellung. Früher wurde noch mit den Händen geknetet. Über das Aufheizen und Vorbereiten des Backofens. Das Portionieren und Formen des Brotteiges. Das Einschieben der Backwaren. Und das Ergebnis mühevoller Arbeit, das Grundnahrungsmittel Brot. Wir erreichen die Wallingsmühle im gleichnamigen Ortsteil von Hofbieber. Die Mühle existiert seit 1510 und ist seit 1880 im Besitz der heutigen Familie. Auch diese Mühle ist eine produzierende Mahlmühle. Das Wasser wird über einen Abzweig dem Fluss Müst entnommen. Hier können die Lieferanten ihr Getreide gegen Mehlerzeugnisse tauschen. Wir sehen hier das oberschlächtige Wasserrad mit 3,80 Meter Durchmesser. Je nach Bedarf wird der Wasserzulauf auf das Rad von Hand gesteuert. Die Maschinen werden auch hier direkt durch die Wasserkraft angetrieben. Die Antriebstechnik besteht noch aus Zahnrädern, weitgehend aus Holz und ist schon recht alt. Wir sehen hier die Mehlproduktion in dieser Mühle. Die Produktionsabläufe wurden bereits geschildert.
Es gibt Führungen durch die Mühle für Kindergärten, Schulklassen und andere Gruppen. Eine Besonderheit ist die riesige Zollstocksammlung mit ca. 5300 Exemplaren, mit denen Decken und Wände dekoriert sind. Nachdem das Wasser seine Arbeit getan hat, fließt es zurück in die Nüst. Vorbei an einer Wiese mit Kleintieren. Wir sind in der osthessischen Rhön. Idyllisch und dennoch gut erreichbar liegt die Königsmühle. Es ist ein alleinstehender Hof, der zur Gemeinde Hof Biber Obernüst gehört. Der Haupterwerb des Anwesens ist die Landwirtschaft mit Schwerpunkt Viehbetrieb und Milchwirtschaft. In der Mühle wird Getreide der umliegenden Dörfer zu Mehl verarbeitet. Wir sehen hier die Gegebenheiten der Mehlproduktion in dieser Mühle. Der Antrieb der Maschinen erfolgt auch hier fast vollständig mit der Wasserkraft des Rades. Dieses ist von außen nicht mehr zu sehen. Lediglich bei schwachem Wasserzulauf muss mit Strom ergänzt werden. Außer der Mühle und der Landwirtschaft gibt es eine Ferienwohnung. Neben Milchkühen leben auf dem Hof weitere Nutz- und Haustiere, die einen erholsamen Urlaub auf dem Bauernhof ermöglichen. Wir sind bei der Wallfahrtskapelle Kleinheiligkreuz. Hier beginnt unsere kleine Mühlenwanderung. Unsere Wanderung ist ein Teilstück des Rundwegs Hessen-Extra-Tour. Der komplette Rundweg ist eine Gesamtstrecke von ca. 18 Kilometern. Es gibt bundesweit verschiedene Mühlenwanderwege. Die Markierungen an einigen Bäumen zeigen den Weg. Wir erreichen die Hessenmühle, die erste Station unserer Wanderung. Zunächst statten wir dem Haus einen Besuch ab. Die Hessenmühle ist heute ein weit über die Region hinaus bekannter Landgasthof. Er ist seit 1630 im Besitz der Familie, die heute das Haus führt.
Von der Technik der ehemaligen Mahlmühle ist heute nichts mehr zu sehen. Ein kleines Mühlrad vor dem Haus erinnert an frühere Zeiten. Die Hessenmühle ist ein Haus mit gepflegter Gastronomie, hat Platz für stilvolle Feste und Feierlichkeiten, Räumlichkeiten für Seminare und Tagungen, aktive Freizeitgestaltung und erholsame Wellness. Ein gemütlicher Biergarten lädt zum Verweilen ein. Eine sehr schöne Außenanlage rundet die Angebote ab. Verschiedene Möglichkeiten der Freizeitgestaltung bieten den Gästen einen abwechslungsreichen und erholsamen Aufenthalt. Nach dem Besuch der Hessenmühle wandern wir weiter. Die nächste Mühle ist die Zwickmühle. Für Wanderer bietet sich das Thema Mühle besonders an. Von einer Mühle zur anderen zu wandern und dabei die Natur zu genießen, das ist eine gute Idee. Unsere Wanderung führt uns zur Zwickmühle. Bei Erreichen des alleinstehenden Anwesens werden wir von Hofhunden begrüßt, die sich über etwas Abwechslung freuen. Wir sind im Tal der Kalten Lieder. Das zum Betrieb der Mühle erforderliche Wasser wird dem Fluss Kalte Lieder entnommen. Es ist eine Sägemühle. Ursprünglich gab es neben dem Sägewerk auch eine Mahlmühle, nach einem Brand aber nur noch die Sägemühle. Das Sägewerk wird neben einem landwirtschaftlichen Anwesen nur noch im Nebenerwerb betrieben und verarbeitet kleinere Mengen Holz für private Zwecke. Wird kein Holz verarbeitet, produziert die Zwickmühle Strom für den Eigenverbrauch. Der Antrieb der Sägemühle erfolgt über ein oberschlächtiges Wasserrad von 4 Metern Durchmesser sowie 70 Zentimetern Breite und einer nutzbaren Kraft von ungefähr 6,5 Kilowatt. Der Höhenunterschied beträgt 4,20 Meter. Die Wanderung durch das Waldwiesental Kalte Lüder geht weiter. Der Reiz dieser Tour liegt in ihren langen Waldpassagen, wo man statt Autolärm nur noch die sanften Geräusche des Waldes hört.
Wir erreichen unser nächstes Wanderziel, die Siebertsmühle. Vor dem Eingang dreht ein kleines Mühlrad seine Runden. Die Mühle wurde 1483 erstmals urkundlich erwähnt. Um das Jahr 1705 wurde sie neu aufgebaut. Sie war hauptsächlich fuldisches Lehen und trug den Namen Mühle zum Siebolz. Zusammen mit Äckern, Wiesen, Hutweiden und Wald war es ein geschlossenes ganzes Bauerngut. Ein erster Hinweis auf die Gastwirtschaft Siebertsmühle stammt aus dem Jahr 1732. 1949 erfolgte hier die erste Schankerlaubnis der Land- und Forstwirtschaft mit Mühle. 1972 wurde das Mühlengewerbe abgemeldet. Die Wasserrechte blieben aber erhalten. Nach einem Ausbau im Jahr 1974 war es ein Ausflugslokal und Gasthof. Ein Neubau 1987 machte das Haus zu einem Landgasthof mit Hotel. 1995 wurde es erweitert und hat nun ein zusätzliches Apartmenthaus und einen Tagungsbereich. Das Mühlrad befindet sich im Inneren des Hauses. Es ist heute nur noch Erinnerungsstück und dreht seine Runden als Dekoration. Die Siebertsmühle betreibt auf ca. 30 Hektar ökologische Landwirtschaft. Auf den anliegenden Weiden grasen Highland-Rinder und Dammwild. Nach einer Mühleneinkehr geht es zurück auf den Mühlenwanderweg. Die Wiesenmühle, sie ist die letzte erhaltene Mühle von Fulda und gilt heute als Kulturdenkmal von bedeutender geschichtlicher Herkunft. Die erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahre 1337. Sie liegt in der Nähe von Altstadt und Dom, direkt in den Fuldaauen und wird durch einen Mühlengraben von der Fulda mit Wasser versorgt. Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die Wiesenmühle von Lehensleuten bewirtschaftet und war im Besitz des Klosters Fulda. Eine Beschreibung aus dem Jahr 1676 erwähnt das Anwesen Weißmühl, bestehend aus einer Scheuer, Stallungen, Wiesen, Gärten, einem Mahlwerk mit 4 unterschlächtigen Mahlgängen sowie einer Schneid-, Schlag- und Walkmühle. Es wurden auch Holz zugeschnitten, Öl gestampft und Tuch zu einer Art Lodenstoff weiterverarbeitet.
Im Jahr 1803 brannte die Wiesenmühle ab und wurde wieder aufgebaut. 1929 wurden die Mühlräder durch eine Turbinenanlage ersetzt. Einen Teil der früheren Anlage sehen wir heute als Brunnen im Hof. Nach der Stilllegung der Mühle Mitte des 20. Jahrhunderts drohte das Anwesen zu verfallen. Eine umfangreiche Restaurierung zwischen 1988 und 1990 rettete das Anwesen. Heute ist ein großes Zuppinger Wasserrad in Betrieb, das die Anlage über einen Generator mit Strom versorgt. Mit 6,90 Meter Durchmesser, 6,50 Meter Breite, 55 Tonnen Gewicht und 44 Schaufeln ist es das größte produktiv genutzte Mühlrad Europas. Seit 1990 ist die Wiesenmühle eine Gasthausbrauerei mit Hotelbetrieb und Tagungsräumen. Wir statten den Innenräumen einen Besuch ab und sehen die schöne, nostalgisch eingerichtete Gaststätte. Die Wiesenmühle ist heute ein gern besuchter Ort und fester Bestandteil des Fuldaer Lebens. Im Braubereich werden verschiedene Biere gebraut, für die es mehrfach DLG-Prämierungen gab. Die Wiesenmühle liegt direkt am Fulda Radweg. Ein schöner Biergarten lädt zum Verweilen ein. Ja, gut. Die Klostermühle in Hünfeld wurde 1923 erbaut. Den Mahlbetrieb gibt es heute nicht mehr. Das Mühlrad erzeugt Strom für den Eigenbedarf. Das Mühlrad ist heute nicht mehr zu sehen.
Mühlrad, Generatoren und elektrische Anlagen sind in diesem Gebäude untergebracht. Das Wasser wird einem Flussarm der Hasel, dem Mühlbach, entnommen. Um alle höher gelegenen, früheren Hünfelder Mühlen mit Wasser zu versorgen, war ein Abzweig schon etwa 3 Kilometer vorher im Ort Großenbach notwendig. Fast parallel schlängelt sich die Hasel durch das Tal. Und nach Erledigung seiner Arbeit fließt der Mühlbach neben der Klostermühle wieder in die Hasel zurück. Mit moderner Technik wird hier über 2 Generatoren Strom erzeugt. Wir werfen einen Blick auf die technischen Anlagen. Im Einsatz ist ein oberschlächtiges Wasserrad, 1,50 Meter breit, mit einem Durchmesser von 5,15 Meter. Je nach Wasserzufluss wird ein 10,8 Kilowatt oder 7,5 Kilowatt Generator geschaltet. Dadurch wird ein Teil des Strombedarfs der Klosteranlage erzeugt. Zur Erinnerung an die vielen Mühlen in Hünfeld in früherer Zeit dreht ein Mühlrad heute in der Nähe des Klosters seine Runden. Wir sind in Ried in der Rhön, einem Ortsteil der Gemeinde Ebersburg. Dort liegt an einem Mühlbach, der dem Fluss Fulda Wasser entnimmt, die untere Mühle. Die Mühle wurde zuletzt als Schrotmühle betrieben. Auf den Fundamenten der alten Wassermühle steht heute ein Haus mit Ferienwohnungen. Alte Mühlsteine erinnern an frühere Zeiten. Die Wasserkraft wird nur noch für die Stromerzeugung über eine Turbine genutzt. Ein Mühlrad ist nicht mehr vorhanden. Die Anlage besitzt einen hydraulischen Rechenreiniger und ist vollautomatisiert. An der Ableitungsstelle liegt ein massives Wehr. Bei Aushubarbeiten im Mühlgraben wurde dieses Holzkreuz aus dem 16. Jahrhundert gefunden. Das Motto Angebot von Ferien auf der Mühle, umgeben von duftenden Wiesen und herrlichen Wäldern, dem Mühlbach und der Fulda, lädt zu einem erholsamen, romantischen Urlaub ein. Eine weitere ehemalige Mühle, die sich heute der Stromerzeugung und dem Tourismus widmet, ist die Schlagmühle in Niederbieber. Das zum Betrieb erforderliche Wasser wird der Bieber entnommen. Die Ableitung erfolgt bereits 440 Meter vor der Mühle. Der Antrieb erfolgt durch ein oberschlächtiges Wasserrad mit 2,90 Meter Durchmesser.
2002 erlangte der heutige Besitzer das Wasserrecht zurück, nachdem es vor langer Zeit wegen Nichtnutzung erloschen war. Im Zusammenhang mit einer Sanierung des Anwesens wurde ein neues Wasserrad installiert. Mit einer Photovoltaikanlage und der Wasserkraft durch das Mühlrad widmet sich der Besitzer heute der Stromerzeugung. Und dem Fremdenverkehr. Inmitten herrlicher Natur, begleitet vom Klappern des alten Mühlrades, können die schönsten Tage des Jahres genossen werden. Die Schubmühle liegt südlich von Uffhausen Richtung Kleinlüder. Sie stammt aus dem 17. Jahrhundert. Das Wasser wird über einen abgezweigten Mühlbach der Lüder entnommen. Die Kunden der Mühle kamen überwiegend aus Großen Lüder, da nur von dort aus Fuhrwerke zur Mühle gelangen konnten. 1948 wurde das früher genutzte Mühlrad gegen ein moderneres ausgetauscht. 1980 wurde der Mahlbetrieb eingestellt. Seit dieser Zeit dient die Wasserkraft nur noch der Stromerzeugung für das landwirtschaftliche Anwesen. Das mittelschlächtige Wasserrad mit 4,90 Meter Durchmesser treibt den Generator über verschiedene Zahnräder an. Wir erhalten hier einen Einblick in die technischen Einrichtungen. Mit einem Ausblick auf das Lüdertal verlassen wir diese Mühle. Wir kommen nach Bernshausen, einem Stadtteil von Schlitz. Hier ist die Heermühle. Um zu zeigen, wie in größeren mittelständischen Mühlen produziert wird, wurde diese Mühle ausgewählt, obwohl der Ort nur an das Fuldaer Land angrenzt und zum Schlitzer Land im Vogelsbergkreis gehört. Ein geringer Teil der für den Betrieb erforderlichen Energie wird durch Wasserkraft über eine Turbine erzeugt. Die Mühle ist ein mittelständischer, hochmoderner Mühlenbetrieb. Er befindet sich seit mehreren Generationen im Familienbesitz der Müller. Mit modernster Mühlentechnologie wird heute der Bedarf an Mehlprodukten befriedigt, den früher hunderte von Mühlen in den einzelnen Dörfern produzierten, wenn auch damals mit einer viel geringeren Gesamtmenge. Mit ca. 25.000 Tonnen Getreidevermahlungskapazität pro Jahr zählt sie zu den Mittelmühlen mit überregionaler Bedeutung. Die Mühle hat einen eigenen Fuhrpark. Zur Zeit der Getreideernte herrscht hier Hochbetrieb. Tonnenweise wird das Getreide von Fuhrbetrieben und Landwirten angeliefert und in Silos deponiert. Bei einem Rundgang durch das Haus sehen wir einige Produktionsschritte der Mehlherstellung mit modernen Maschinen. Es wird Mehl aus Roggen, Weizen und Dinkel produziert, und zwar in verschiedenen Typensorten. Am Anfang steht das Reinigen des Getreides. Das wird mit dieser hochmodernen Sortiermaschine erledigt.
Hier sehen wir die Walzenstühle. Die Heermühle stellt Produkte mit hoher Qualität her. Im Labor wird jede Produktionscharge kontrolliert. In einem Spezialofen wird der Mineraliengehalt ermittelt. Dieser bestimmt die Typensorte. Mein Name ist Thomas Kleinschmidt. Ich bin gelernter Müllermeister, stamme aus einer alten Müller-Dynastie, der Familie Kleinschmidt, bin Betreiber der Brücker Mühle in Amöneburg und langjähriges Mitglied der Deutschen Mühlengesellschaft, auch seit langem im Vorstand tätig und auch Vorstandsmitglied und Gründungsmitglied des Hessischen Landesverbandes für Mühlen. Der Hessische Landesverband für Mühlen, HLM abgekürzt, hat sich vor 25 Jahren gegründet als Teilmitglied der Deutschen Mühlengesellschaft und also es gibt insgesamt 14 Landesverbände, wir sind einer davon und versuchen die Tradition der Müllerei zu bewahren. Mühlen haben ja eine alte Tradition, es sind die ersten Gewerke der Menschheit überhaupt, dass man Technik nutzte, tausende von Jahren her. Die Mühlen sind stillgelegt, sind an Bächen, die Bäche sind stillgelegt, keine Wasserkraftnutzung mehr da. Das, was so landläufig unter Romantik gefasst wird, was die Menschheit auch sehr schön findet. Aber wie gesagt, also es muss eine Nutzung von Mühlen gewährleistet sein, um halt auch die Mühlen der Nachwelt zu erhalten. Die Müllerei in Hessen ist sehr rückläufig, die kleinteilige Müllerei. Leider arbeiten nur noch 20 bis 25 Haupterwerbsmühlen in Hessen. Davon sind die meisten ja, große Mühlen. Kleine Mühlen können leider nur weiterarbeiten, wenn sie eine Nische besetzen. Eine Nische besetzen, das heißt, sie mahlen regional, arbeiten mit regionalen Erzeugern zusammen. Oder sie gehen halt in den touristischen Sektor mit rein, dass sie halt Gastronomie anbieten, eine Direktvermarktung mit anbieten. Dass sehr viel Interesse an der Müllerei und den alten Mühlen da ist, das sieht man sehr gut an den Deutschen Mühlentagen, die mittlerweile schon zur Tradition geworden sind und bundesweit 1200 Mühlen öffnen lassen an diesem Pfingstmontag jedes Jahr. Das heißt von Windmühlen über Wassermühlen, über Hammermühlen, Mühlenwanderwege, also alles, was sich ums Thema Mühlen rankt, hat an diesem Pfingstmontag geöffnet. Da kann man dann natürlich auch sehr gut auf die Problematiken der Mühlen hinweisen. Mühlen kämpfen momentan mit ihren Wasserrechten. Die neuen europäischen Wasserrahmenrichtlinien zur Verbesserung der Wasserqualität werden auf die Regionen bzw. hier bei uns auf die Bundesländer verlegt. Das heißt, die Bundesländer müssen neue Gesetze erlassen, sogenannte Wasserhaushaltsgesetze, in denen festgelegt wird, welche Mengen an Wasser in den Bächen oder in den Zuflüssen verbleiben darf. Und den alten Wasserrechte, die sehr viele Mühlen schon seit Jahrhunderten haben, die sie auch brauchten, um die Mühlen überhaupt laufen zu lassen. Da steht jetzt eine Novellierung entgegen. Das heißt also, die Restwassermengen sollen in der Form oft beschnitten werden, dass den Mühlen buchstäblich das Wasser abgegraben werden soll. Eine andere Auflage sind natürlich die Umweltauflagen, die Fischaufstiege neu zu gestalten, was natürlich eine immense finanzielle Belastung für die Mühlen darstellt, dass es sich halt für sehr viele kleine Mühlen einfach auch nicht mehr lohnt, was dann natürlich auch heißt, wenn ein Wasserrad sich nicht mehr dreht, dann dreht sich auch die Mühle nicht mehr. Das ist die große Problematik, wo der Hessische Mühlenverein auch seit Jahren aktiv ist, die Öffentlichkeit, auch die politischen Gremien, sehr stark darauf hinweist, auch in entsprechenden Gremien mitarbeitet, um halt aufzuzeigen, wie man es anders machen kann, anders machen muss, um das Kulturgut Mühle zu erhalten. Wir sind nun am Ende unserer Mühlenreise angekommen.
Dass der nostalgische Bereich Mühlen noch Bedeutung hat, zeigen Mühlen Miniaturen in Gärten und Anlagen.